Bitte erst da. Gerd, du hast 5 Minuten und danach Eva Jenissen. Liebe Freundinnen und Freunde, Natur, Umwelt, Wirtschaft, Arbeit, Tierschutz, konsequenter Klimaschutz und Energiewende, Mobilität für alle, nachhaltige und soziale Landwirtschaft, das alles und noch viel mehr steht bei uns in einem Programmteil zusammen. Und oben drüber steht, unsere Lebensgrundlagen erhalten. Wirtschaft, Klimaschutz und Umwelt nicht nur nebeneinander, sondern miteinander in einem Kapitel, liebe Freundinnen und Freunde. Denn all das gehört für uns Grüne wirklich zusammengedacht. Das gehört für uns zusammen, weil wir uns in jedem Absatz dieses Programms vom Ansatz der Zukunftsfähigkeit leiten lassen. Weil Nachhaltigkeit das grüne Grundsatzprogramm ist. Und weil wir wirklich verstanden haben, dass wir uns diesen Planeten von unseren Kindern nur geborgt haben, liebe Freundinnen und Freunde. Und nein, dieser Satz nutzt sich nicht ab. Ganz im Gegenteil, er wirkt. Fridays for Future, eine junge Generation, fordert es jetzt ein, dass wir gut mit diesem Planeten umgehen, den wir ihnen weiterzugeben haben. Und diese Bewegung für Klimaschutz, Kohleausstieg und gerechte, nachhaltige Ressourcenverteilung wird nie wieder kleiner werden, bis das erreicht ist. Und wir sind ein wichtiger Teil davon, liebe Freundinnen und Freunde. Und wer dieses Programm gründlich liest, der sieht sofort, hier geht es nicht um symbolische Forderungen. Und so wichtig es ist, rettet Pödelwitz zu rufen, wir wollen es wirklich retten. Also geht es darum, die Hebel, mit denen das wirklich und verbindlich zu machen ist, mit dem Beschluss unseres Programms fest in die Hand zu nehmen und auch die nach der Wahl nicht wieder locker zu lassen. Und deshalb packen wir das dort an, wo die Dörfer bedroht sind, an der Kante der Kohlegrube. Wir stoppen jede Fantasie von Tagebauerweiterungen. Denn das 1,5-Grad-Ziel heißt Verkleinerung von genehmigten Abbauflächen. Verdammt nochmal. Und damit retten wir Pödelwitz und Obertitz, Mühlrose und all die weiteren Orte, die jene schon gedanklich auf die Baggerschaufel nehmen, die da mit sinnlosem Gerede von der stofflichen Kohlenutzung, von einem neuen Kohlezeitalter träumen, nachdem wir uns zum Schutz des Klimas auch von Öl und Gas zu verabschieden haben. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist nichts anderes als die rote Linie, die endlich hier und heute unsere politische Generation zu setzen hat, bis hierher und nicht weiter. Dafür stehen wir konsequent, und zwar als einzige politische Partei in Sachsen. Und dafür stehen wir Seite an Seite mit Bund, BUND und Greenpeace, mit der Klimaallianz, der Umwelthilfe, dem WWF. Und dafür stehen wir auch mit Ende Gelände. Denn wir stehen mit allen, die es begriffen haben. Wir haben nur diesen einen Planeten. Und auf unsere politische Generation kommt es an, ihn für die, die nach uns kommen, zu erhalten. Die Kohlekommission hat die Lösung der Aufgabe zur Rettung der bedrohten Dörfer an die Kohleländer zurückgespielt, denn bergrechtliche Planfeststellung ist Ländersache. Und was meint ihr, wessen Aufgabe es nun in Sachsen ist, das im Raum der Legislative und Exekutive auch durchzusetzen? Das ist unsere Aufgabe, liebe Freundinnen und Freunde. Die GroKo in Sachsen ist krachend dabei gescheitert, die Energiewende in Sachsen auch nur einen Millimeter voranzubringen. Die SPD ist als Tiger gesprungen und als Bettvorleger geendet. Und in den Bereichen der Landwirtschaft, der Mobilität, des regionalen Strukturwandels sieht das nicht anders aus. Das gefährdet unsere Zukunftsfähigkeit. Das gefährdet Sachsen auch als Wirtschaftsstandort. So gehört das alles zusammen. Und wir, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in unseren LAGs, Gremien, Verbänden viele Ideen entwickelt. Und wir haben in den Parlamenten viele wohldurchdachte Forderungen gestellt und konstruktive Vorschläge gemacht, wie wir hier endlich Fahrt aufnehmen können in Richtung Zukunft. Und mag auch vieles weggestimmt worden sein, es ist nicht weg. Es steht in diesem Wahlprogramm und wir werden mehr. Und was wir hier aufgeschrieben haben, liebe Freundinnen und Freunde, das packen wir auch an. Wir haben Lust auf Zukunft und Mut zur Veränderung und den tragen wir nach draußen. Und das ist der Gegenentwurf zur Angst vor Veränderung, mit denen andere versuchen, das Land zu lähmen. Und ich möchte mit den Worten der wunderbaren Greta Thunberg in Brüssel schließen. Wir haben begonnen, eure Sauerei aufzuräumen. Und wir werden nicht aufhören, bis wir damit fertig sind. Und wir, liebe junge Leute bei Fridays for Future,
sind die, die dabei mit anpacken. Mit Herz und Verstand, mit Händen und Füßen. Und das steht in jeder Zeile unseres Wahlprogramms. Ich danke euch.